So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Adi und der Adventskalender. Aber wo ist denn der Adi? Der sitzt hier, guck dir das an. Da ist er doch. Den haben wir versteckt, damit ihr den nicht seht. Das heißt, wir sind heute am Türchen Nummer 11. Das sprießt direkt nicht. Doch, das sprießt direkt ins Auge, wenn wir dieses Türchen öffnen hier und haben wieder ein Päckchen für den Adi dabei. Probe. So, einmal in den Mund, das ist gesund und dann geht's jetzt rund. Zack. Das sieht auf jeden Fall heller aus als das andere. Denk mal, das ist mit Huhn. Das andere war mit Termiten oder so, weil die waren so rot und so brutal, da war so Purifraß drin. Und das ist einfach ganz normaler Fraß. Nachdem wir die Fische beim letzten Mal weggeworfen haben, weil die ihm eigentlich, ja, ist ja gar nicht ran. Auch danach, auch als das Video dann um war, ich tue den Rest mal hier rein, kleine Fusselnase, habe ich das dann einfach genommen und habe es dann einfach, dann haben die waren's fliegende Fische auf einmal. Jetzt guckt man hier auch in die Elf für den Adi-Schatz und haben hier oben was zu spielen drin. Oh mein Gott, da würde sich ja total freuen. Ich weiß gar nicht, wo er den Ball hin hat, der drin war. Der ist auf einmal weg. Ich weiß gar nicht, wo er die komische Maus hin hat. Die ist auch auf einmal weg. Jetzt habt ihr hier schon wieder eine Maus mit Augen, aber aus so... Adi, guck mal. Adi, guck. Adi, guck. Siehst du das? Guckst du das? Kann ich das hier so hin tun? Ärgert dich die Maus? Guck mal, die Maus ärgert dich. Adi, die Maus. Adi, die Maus. Die Maus. Ich glaube, von der Maus hält er nicht so viel. Adi, wir tun die Maus mal hier rein. Du kannst ja selber entscheiden, was du damit machst oder was du nicht machst. Wir holen uns den Bier-Adventskalender Nummer 11. Nummer 11 ist hier. Über dem Feuer, wo das Fleisch hängt, ist das Türchen Nummer 11. Das machen wir auf und da denkt man erst, da ist gar nichts drin, weil man so tief reingreifen müsste, um an die Flasche zu kommen. Und ich mir gerade denke, wie soll ich denn die rauskriegen? Die ist ja bombenfest. Die ist klein und fett. So, ziehen wir mal raus. Das Ding, das ist der ganze Kalender zerschnitzt. Mann, Schatz. Genau, flücht ins Waschbecken. Da hast du es gut. Da kannst du auch mit deiner Maus spielen. Oder hierher kommen. Wir haben jetzt ein Falda Airport Hell. Als ob das ein X ist. Das ist doch niemals ein X. Falda Airport Hell. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot aus dem Jahr 1516. Guck mal, ist das ein X oder was? Falls ihr das lesen könnt. Ist das ein X? Export Hell. Falter. Kleine, dicke Flasche. Roter Deckel, umrandet, aber in der Mitte weiß. Den Deckel finde ich eigentlich ganz cool. Diese Mischung aus dem Weiß und dem Rot gefällt mir. 5,3%. Gut aus Tradition, das Bier, mit dem man Freundschaft schließt. Beste Rohstoffe und höchste Braukunst geben diesem Bier seine würzige Eleganz. Kühl und dunkel lagern. 5,3%. Haben wir gesagt. Falda Export Hell. Das machen wir mal auf für das Etikett. Es sieht halt, naja, für mich jetzt trotzdem auch wieder nicht so ansprechend aus. Ich würde auch für das Etikett hier 2 von 5 Punkten geben. Das ist alles so. Ich mag es ja an sich schlicht, aber mir gefällt schon allein die Flaschenform nicht. Und dadurch wirkt das auch komisch mit dem Etikett, einfach so zusammengefropft. Und oben nichts dran. Normal hast du unten Etikett und oben nochmal vielleicht was am Flaschenhals. Aber wenn die Flasche gar keinen Hals hat, dann gibt es natürlich auch kein Etikett. Wir füllen das jetzt ein. Alter Falda, alter Verwalder, hell. 5,3 und das merkt man schon. Das fließt so gut ins Glas, dass es schon wieder aus dem Glas rausgeflossen ist, als ich nicht hingeguckt habe. Und passt diesmal alles ins Glas rein. Fast. Jetzt ist alles drin. Ich hoffe, es schäumt nicht raus.
Es perlt auf jeden Fall richtig schön nach oben. Es perlt richtig toll. Das sieht so perlig aus. Oh mein Gott. Bei euch sieht das leider wieder nicht so schön aus. Bei mir sieht das aber aus. Guckt mal, wie es perlt. Das hat eine helle Farbe. Es könnte ein klein bisschen kräftiger sein, aber es ist so glasklar, dass das von mir... Es müsste eigentlich eine 4 bekommen, weil es sieht wirklich sehr lecker aus. Wenn es jetzt noch ein bisschen dunkler wäre, hätte es vielleicht eine 5 bekommen. Es kriegt 4 von 5, weil es so schön klar ist, weil es so schön perlt, weil es lecker und frisch herüberkommt. 4 von 5 Punkte für die Farbe. 2 Punkte für das Etikett. Es ist ein bisschen Schaum drauf. Wir riechen mal an dem Schaum. Es riecht die ganze Zeit jetzt nach Urin von der Katze, aber wir riechen trotzdem mal an dem Schaum. Schaum riecht ein bisschen bitter. Ist jetzt nicht der tollste Geruch. Wenigstens ist Geruch da. Ich würde dem Geruch jetzt trotzdem 3 von 5 Punkten geben. Es riecht zwar ein bisschen bitter, aber es hat trotzdem, du merkst einfach eine Biernote. Du merkst eine Biernote, an der du riechen kannst, und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Kommen wir noch zum Geschmackstest. Ist auf jeden Fall sehr leicht im Geschmack. Schmeckt ein ganz kleines bisschen so nach Eisen. Jetzt sind wir wieder da. Eisen, Blut hin und her. Vielleicht kommt das auch immer noch von meiner Wunde. Ich weiß es nicht. Es schmeckt auf jeden Fall. Es ist sehr hell. Es liegt nicht schwer im Magen. Ich muss noch mal testen. Man kann es auf jeden Fall gut trinken, das muss ich sagen. Macht eine gute Figur. Ist mindestens 4 Sterne. Jetzt sind es schon auf einmal Sterne. Boah, das ist voll schlimm, wenn ich mich normal hinter die Kamera, ich muss mich immer so in die Kamera reinhängen. 5 reicht es für mich nicht, dafür ist es mir doch zu leicht. Da fehlt noch was richtig, bam, das wäre dann 5. Aber du kannst es so gut trinken, das ist nicht... Das ist nicht herb, das ist nicht bitter, das ist nicht eklig, das hat eine gute Note. Ich würde 4 von 5 Punkte für den Geschmack geben. Ist wieder was ganz anderes als in der letzten Folge. Sieht auch wunderbar aus, riecht auch nach Bier und schmeckt besser als es riecht, obwohl der Geruch ja nicht eklig war. Aber ich habe jetzt damit was Bitterem gerechnet. Macht es nicht, es überrascht mich mit seinem Geschmack im Gegenzug zum Geruch, dass das so ein Unterschied ist. Finde ich genial. Ich zeige euch auch nochmal die Maus. Das ist die Maus, die jetzt auch bald unterm Sofa verschwinden wird, denke ich mal. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.